Wunsdorf, Niedersachsen. Bevor dieser GTK-Boxer in den A400M verladen werden darf, muss er im Laderaumsimulator durch die Taktik-Technische Verfahrensgruppe, kurz TTVG, Probe verladen werden. Als Ladungsmeister hier im Verband bin ich Mitglied in der TTVG. Zu unserer Gruppe gehören 4 Luftfahrzeugführer, 2 technische Ladungsmeister, ein technischer Offizier und ein Elo-Offs. Zu unseren Aufgaben gehören vielfältige fliegerische Erprobungen und unter anderem, wenn wir das nicht tun, unsere Arbeit im Cargo-Hold-Trainer, dem Laderaumsimulator. Der Laderaumsimulator in Wunsdorf wird international für verschiedene Verladeversuche und Übungen genutzt. Wir prüfen hier alles Großgerät der Bundeswehr oder was die Bundeswehr kaufen will, wie zum Beispiel gepanzerte Fahrzeuge, Hubschrauber, LKWs auf Lufttransportfähigkeit im A400M. Im heutigen Fall hatten wir ein gepanzertes Fahrzeug, den GTK Boxer, hier in Wunsdorf zu Gast. Der wurde durch die Firma so vorbereitet, dass er den mechanischen Ansprüchen hier im A400 Genüge tut. Wir haben ihn dann in den Laderaumsimulator eingefahren, verzurrt und festgestellt, ob die Verzurrung in Ordnung ist oder nicht. Wir haben den Vorschlag der Industrie etwas angepasst und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass letztendlich der GTK Boxer mit dem A400M wohl verfliegbar ist. So eine Luftverladbarkeitsuntersuchung ist der erste Schritt, um den Transport mit dem A400M zu lizenzieren.